Jo, Waschtag vorverlegt, heute ist Samstag. Anouk möchte zum Bäcker. Beim Bäcker frühstücken. Beim Bäcker frühstücken, guck mal, nebenbei im Subtext. Malis wird unterwiesen in Kamerabenutzung. Hier kannst du nehmen. Mit dem Akku zusammen, das ist klar. Hier ein DDR-Produkt. VEB Feinmess Dresden. Achtung, Action! Was wollte ich denn sagen? Wir haben eine Pumpe da. Hier steht eine Pumpe. Können Sie sich gerne holen, wie Sie mögen. So, da sind wir zu hoch, ja. In dem Alter ist man ja nicht mehr mobil. Nicht mehr so. Ah, du bist ja drauf. Der Opa wie mobil, der ist ja gute Mann. Wo war ich denn stehen geblieben? Er gibt wieder miserable Neuigkeiten von YouTube jetzt täglich. Aber ja, was denn? Gute Neuigkeiten für die Bärse, ja, schlechte Neuigkeiten für unseren Livestream. Wir brauchen eine Sendelizenz. Für die BSR? Nein. Sondern? Für den Livestream. Wenn man den regelmäßig macht, ja. Was wir hier machen, definitiv, ja. Täglich, ja. Dann zählt das als Fernsehsender. Kostet 10.000 Euro oder so. Was? Ja? Tja, was? Die Lizenz. Was? Und gilt dann ein paar Jahre. Seit wann ist denn das so? Jetzt gerade neu. Ist es nicht zu fassen? Gibt es denn so viele Leute, die live irgendwie mit nutzen? Mittlerweile ja. Die Landesmedienanstalten, die haben natürlich, twittern natürlich jetzt Geld. Ja. Und schreiben nach und nach alle Leute an. Aber 10.000 Euro, Alter. Also, ja, also. Wird ja mal teurer, der Tobi. Ja, genau. Also, ja? Ja, genau. Sind nicht über Motorräder sammeln oder so? Also irgendwann müssen wir uns da einfach lassen. Werbung ist gar nicht so schlecht. Kotzt ein bisschen ab. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie wird der ein Stein nach dem anderen in den Weg gerollt, so ein bisschen, und die werden immer größer, die Steine. Weil, was soll ich denn machen? Wenn man jetzt zum Beispiel 1.000 Abonnenten hätte, dann würde daraus kommen an Geld auch nicht viel mehr, oder? Dann sind es vielleicht... An Geld? Wie meinst du? Naja, dass man damit dann vielleicht die Werbung bezahlen kann oder sowas. Quatsch, Werbung, die Lizenz bezahlen kann. Ich habe bei innerhalb von anderthalb Jahren 70 Dollar verdient. Was sind das? 60 Euro. Hm. 100 Abonnenten ungefähr, oder was? Lass uns mal den Schnitt von 100 Abonnenten nehmen. 100 Abonnenten, 60 Dollar. 60 Dollar. 50 Euro. Ja, okay. 50 Euro. Sagen wir mal 50 Euro. 100 Abonnenten, 50 Euro. Dann sind 1000. 1000 Abonnenten, 500 Euro. Hm. Ja, was ist denn jetzt die Endlösung dafür? Was macht man denn jetzt? Ich meine, Werbung hin oder her. Ja. Werbung trifft ja immer 1% nur denjenigen, den es interessiert. Was ist denn unsere Zielgruppe? Da Leute, die auf so einem bekloppten Scheiß stehen. Also ich meine, wir können ja auch mal anfangen, einfach kürzere Videos zu drehen. Das ist doch, haben wir doch auch. Ja, ich habe 30 Sekunden Videos drin und so eine Scheiße. Ich meine, irgendwas muss ja irgendwie mal drin sein. Das Ding ist, ich habe jetzt noch einen Monat Zeit, um 1000 Abonnenten zu bekommen. Na, denn Werbung gemacht. Werbung gemacht? Na, wie denn jetzt Werbung? Ja. Ja, ich ärgere mich auf alle Fälle ein bisschen. So ist es doch. Mitgebracht. Er hat mir was mitgebracht. Was ist das? Lichtquelle, nee, Sonnenquelle. Sieht aus wie eine Glasflasche. Kostet 1,89 dieses Wasser und es schmeckt mir persönlich sehr gut. Und da ich ja kein Wein oder Alkohol mehr trinke, kaufe ich halt teures Wasser. Das lebendige Wasser, Quellwasser. Dankeschön, Dennis. Ja, bitteschön. Sehr nett von dir. Mit der Natur im Reinen, St. Leonards. Sponsoren sind, das ist ja auch so ein Ding. Das könnte man ja, ich würde das alles ganz legal gerne machen. Und wenn das nämlich eine Senderanstalt ist hier, dann mache ich dir da oben nämlich auch noch eine Lampe an, eine rote. Achtung, Aufnahme, Sendung läuft. Dann läuft die BSR durchs Sendestudio. So einfach sieht das nämlich aus. Ja, oder vielleicht sponsert uns auch die BSR. Ja, vielleicht sollten wir die mal anschreiben. Ja. Die haben dann immer Gastauftritte, so Promotion-Auftritte. So zweimal die Woche oder so dürfen sie dann hier auftreten und die Tonnen raustragen. Jetzt erstmal einen Schluck Wasser und dann machen wir erstmal. Heute sind wir eigentlich hier, um was zu machen, Dennis? Na, einen Steuersatz einzubauen. Und zwar welchen? Von Reset, produziert von der Kühn GmbH. Aber mit Sponsoren, das sollten wir mal wirklich machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also sonst will ich Wer will denn sowas sponsoren? Mal ganz im Ernst. Du redest, Jana, über Hakenkreuze in Indien. Gestern haben wir geredet über lesbische Friedhöfe. Naja, das sind doch alle Themen, ja. Das sind doch aktuelle Themen. Ja, eigentlich ist das alles Müll, was wir labern. Ja, wenn natürlich. Alles Müll ist, was wir labern, wer kommt als Sponsor eigentlich wirklich nur in Frage? Ja, die BSR. Ja. Die Müll da drauf ist. Ja, das ist doch so. Also, ich weiß nicht, ob man sich mit Werbung nicht alles kaputt macht. Werbung oder zu Bitte bekommen? Dennis, hier, komm ran an die Kamera, man hört das nicht, der Ton ist so leise. Ein Aufruf von Dennis folgt. Ja, das funktioniert bei mir nur spontan so. Jetzt ist es vorbei. Wir brauchen unbedingt 1000 Abonnenten. Das muss man ja irgendwie erklären können. Also auch wenn das irgendwie gekauft ist, irgendwann trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen, mit denen das nicht gefällt, die können dann abspringen. Aber uns wird das Recht versagt auf YouTube. Ich weiß ja, ich habe mich damit ja nicht befasst.
Na, ich auch noch nicht richtig, aber wie gesagt, dadurch, dass man keine Werbung mehr vorgeschaltet bekommt, hat man natürlich automatisch auch ein schlechteres Ranking, was ja selbstverständlich ist, ist ja auch alles gut und schön. Da, wo Werbung ist, verdient auch YouTube Geld, da, wo keine Werbung ist, verdient YouTube natürlich kein Geld. Ja, YouTube hat ja auch nur eine Werbebeteiligung, das heißt, der Umsatz, den man selber abkriegt, den erwirtschaftet man im gleichen Teil auch für YouTube, so in etwa. Und wenn man natürlich keine Werbung geschaltet bekommt, erwirtschaftet man keinen Umsatz. Wenn man dann aber tausende Videos hochlädt und alle ohne Werbung, ja, dann ist das für YouTube eher Last als Gewinn. Mit anderen Worten, man landet hinten im Ranking, ist doch klar. Ganz normal, ist ja ganz natürlich ganz normal. Deswegen brauchen wir mindestens 1000 Abonnenten. Andererseits die Logik. Sieht aber ehrlich mein, ich hab nichts davon, ich will nicht jetzt hier betteln um Abonnenten. Warte doch mal, aber andererseits ist es ja so, die 147 Abonnenten, die bleiben ja. Ne? Ja, nee, natürlich. Und die können ja die Videos angucken. Ja, es ist aber schade, dass einem das Recht versagt wird halt. Ne? Also den kleinen Mann, wie du sagst, wer Geld hat, kriegt immer mehr Geld. Also Scheiße fällt immer nach unten. Verdammt. Und da möchten wir doch gerne was dran ändern. Also bitte ein Aufruf, hilft uns, bitte melde dich. Ja, also bei mir sind die Aufrufe ja ähnlich wie bei denen, die ein paar Millionen Abonnenten haben. Ne? Also prozentual gesehen, die Aufrufe sind eigentlich gleich. Und sind sie gleichwertig zu werten. Also prozentual gesehen zu den Abonnenten sind die Aufrufe bei mir ja auch gut. Ja. Sogar mehr. Aber 30% von meinen Abonnenten schauen sich auch die Videos an. Und das ist manchmal sogar besser, als wenn einer 5 Millionen oder 10 Millionen hat oder so. Dann gucken vielleicht 2 Millionen. Ja. Also ist es ja eigentlich schlechter. Ne? Oder nicht? Oder sieht das jetzt falsch, habe ich das falsch gerechnet? Also bin ich doch ein gleichwertiger, mindestens gleichwertiger Werbepartner für YouTube. Und das Einzige, was mich tatsächlich ärgert, ist das Ranking. Dass man dann irgendwie nach hinten rutscht und erstmal, ich kann halt nicht so reißerische Titel schreiben wie Nutte auf dem Boden gefunden oder irgend so ein Scheiß oder so. Wenn es wirklich passiert, dann kann man. Ja, wenn es wirklich passiert, passiert's. Ja? Ja, aber dann kann man auch was schreiben. Aber Mann, scheiße, wir haben einen Fahrradladen. Ich repariere Fahrräder. Ich habe 4 Kinder. Ich meine, was soll ich denn da schreiben? Wenn wir auf der Putze lang laufen und kicken, ob wir ein paar Kreckhuren finden. Und dann, ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich meine, Werbung. Falls irgendjemand wirklich dieses Video schaut, also sich das anguckt und auch wirklich durchschaut und sich die Frage jetzt hier anhört und sie zu beantworten vermag. Sollen wir Werbung machen? Und wenn ja, wie? Ich bin gespannt, ob es wenigstens einen Kommentar dazu gibt. Wenigstens einen, weil es ist ja wirklich sehr rar gesät. Ja. Tatsächlich mit Kommentaren. Es gibt, wie gesagt, die Leute, die schauen sich die Videos an. Aber es gibt wenig Leute, die Kommentare dazu schreiben. Was manchmal wahrscheinlich besser ist, weil es wahrscheinlich nicht zu kommentieren gibt. Es ist einfach nur ein Leben, wie man es lebt. Und das wird von mir gefilmt. Aber von den Leuten, die vielleicht diesen Sender abonniert haben, wäre es ja schon hilfreich, etwas die Post kommt, wir haben hier unten eine Kamera an. Na, um Gottes Willen, nicht hierher kommen. Wir haben eine Kamera an. Ja. Ja. Sonst kann man die Post gleich. Nein, nicht, dass die Post sagt, sie will nicht aufs Band oder so. Will ich eigentlich nicht. So, ja. Aber das ist ja vorbildlich. Habt ihr eine Luftpumpe oder so? Eine Puftlumpe, ja. Wollen wir die Post sponsoren? 3 Stück. Dennis, du kannst doch mal. Das wäre eine Jelbe Luftpumpe, die passt ja zu euch. Hier. Eine Postpumpe. Darf ich dann nochmal zurückkommen, falls du mich auf der Rückkehr nochmal die Luft verlässt? Dass ich zumindest. Na, ausnahmsweise. Mach mir noch ein bisschen offen. So. Ja, bestimmt sind wir heute noch einen Moment da. Oder so. Jetzt kommt doch die Post vorbei. Wir sponsern die Post, wir sponsern die BSR. Andersrum könnt ihr uns natürlich genauso sponsern. Was? Ja. Na, für die Post haben wir schon öfter mal was repariert, tatsächlich. Ah, ist die Luft raus. Ja, sollen wir Werbung machen? Ja oder nein, tatsächlich. Ja. Und wenn ja, wie soll die Werbung eurer Meinung nach aussehen? Das war erstmal jetzt machen wir gleich weiter mit dem Steuersatz. Ich ende mit den Gedanken am Samstag.